Über das Internet lässt sich so leicht Gutes tun. Da ist zum Beispiel dieses todkranke Kind. Für seine Behandlung kommt Facebook auf. Ein paar Cent spendet das Unternehmen jedes Mal dann, wenn jemand die Geschichte mit seinen Freunden teilt. Aber sowohl Kind als auch Spendenaktion sind frei erfunden. Im Netzjargon spricht man von einem Hoax. Auf diese Masche fallen viele Menschen herein. Gutgläubig leiten sie den falschen Hilferuf an Freunde, Kollegen und Verwandte weiter. Frank Ziemann regt daran auf, dass man diese Nachricht ja von jemandem bekommt, den man kennt und dem man mehr oder weniger vertraut. Und jeder, der so eine Nachricht bekommt und liest, geht einfach implizit davon aus, derjenige, von dem er es bekommen hat, wird es ja wohl nachgeprüft haben. Aber in Wirklichkeit hat es eben keiner nachgeprüft. Ziemann ist ein Hoaxbuster. Seit 15 Jahren sammelt er die fragwürdigen Geschichten aus dem Netz und enttarnt sie auf seiner Webseite als Fälschung. Doch manche Hoaxes sind einfach nicht totzukriegen. Schon seit über 10 Jahren geistern sie durchs Netz. Früher per Mail, heute auf Facebook oder WhatsApp. Ja, das Problem ist halt, dass die Lügen schon dreimal um den Globus sind, bevor die Wahrheit sich die Schuhe zugebunden hat. Und insofern haben wir wesentlich mehr Lügen im Umlauf als Wahrheiten. Und meistens sind Wahrheiten ja auch öde und langweilig. Wer will schon die Wahrheit hören? So eine spannende Lüge ist doch viel schöner. Auf einen gut gemachten Hoax reinfallen, das kann sich ja jedem mal passieren. Wenn aber die Presse einem Hoax aufsitzt, dann wird es ganz schnell ganz peinlich. Zum Beispiel 2009, nach dem Rücktritt des ehemaligen Ministers Gutenberg. Jemand dichtet dem Ex-Minister auf Wikipedia einen neuen Vornamen an. Die Bild-Zeitung ist nicht die einzige, die den Namen falsch abschreibt. So wird aus einem Hoax ein Lehrstück in Medienkompetenz, freut sich Markus Kleiner. Und insofern sind Hoax immer medienkritisch, weil sie diese Produktion medialer Wirklichkeit, die jeden Tag stattfindet, in unterschiedlichsten Foren, in Frage stellen. Und wenn sie die in Frage stellen, stellen sie das Medienhandeln von jedem Einzelnen in Frage, weil man meistens mitmacht und für sich denken lässt und nicht selber denkt und einfach Dinge ungefiltert annimmt, Informationen ungefiltert annimmt, die man vielleicht mal hinterfragen sollte. Auch Jean Peters vom Künstlerkollektiv Peng will die Menschen aufrütteln. Seine Gegner? Große Konzerne wie Shell oder Google mit seiner Datensammelwut. Im Mai 2014 geben sich die Schauspieler des Peng-Kollektiv kurzerhand als Google-Repräsentanten aus. Auf der Internetkonferenz Republika präsentieren sie neue Google-Produkte. Darunter die Überwachungsdrohne für jedermann. Oh, wow, there she is! A Google Bee! Die Zuschauer sollen den Hoax über die sozialen Medien verbreiten. Und der Plan geht auf. Für kurze Zeit herrscht Verunsicherung in der Online-Welt. Und die Aktivisten genießen das Gefühl, die Menschen zu kitzeln darin, in ihrer Wahrnehmung zu schulen. Und dass sie merken, scheiße, das könnte echt sein. Ich habe es gerade wirklich geglaubt. Und durch die Auflösung bleibt trotzdem die Frage, ja, wie viel davon ist denn eigentlich real? Die Aktion erreicht mehr als eine halbe Million Menschen. Viele Medien berichten über den gelungenen Streich. Google selbst reagiert gelassen bis gereizt. Nach vorne hin haben die weiter versucht mit dieser Umarmungsstrategie. Immer mit diesem, ach, ihr seid ja so nett und ihr seid ja so schön, aber wir müssen euch ja doch dann auch anzeigen. Und das war ein Moment, so weit hätten wir nicht gedacht, dass wir kommen würden. Ja? Google schickt seine Anwälte, lässt die Webseite zur Aktion löschen und warnt die Künstler vor weiteren Auftritten. Die Aktivisten werten das als Erfolg. Offensichtlich haben sie eine empfindliche Stelle getroffen. Nur leider hält die Wirkung solcher Guerilla-Kampagnen nicht lange an. Nach dem Spektakel ist die politische Botschaft zu schnell wieder vergessen. Insofern verpufft der Effekt sehr schnell, weil zunächst und zumeist auch die Kommunikations-Guerilla-Aktionen als Kunstaktionen dargestellt werden. Naja, und Kunst tut niemandem weh, Kunst soll schön sein, Kunst soll vielleicht irritieren, aber dass Kunst wirklich Gesellschaft verändert oder jemals verändert hat, das kann man zur Diskussion stellen. Das Besondere am Hoax ist, dass er mit geringen Mitteln viele Menschen erreichen kann. Das nutzen auf der einen Seite Scherzkekse und Betrüger aus. Auf der anderen Seite lässt sich mit gezielter Desinformation auch Meinung machen. Politik und Unternehmen arbeiten schon lange so. Kommunikationsguerilleros wie Jean Peters zeigen jetzt, dass das keine Einbahnstraße ist. Und solche Notwehr, die darf ruhig auch ein bisschen Spaß machen.